das Erbstück bekomme, bleibe ich bei 100. Sollte es nicht so sein, dann mache ich 150 auf. Weil dann hebe ich mir das Restliche fürs Event nächste Woche auf. Schauen wir mal. Warte mal, wie viel habe ich denn jetzt? 108. Wollte ich sagen, machen wir erst mal, wa? Okay, die Kamera, mal gucken, ob die stört. So, wir haben ja erst mal noch ein legendäres. Longbow Skin. Da geht's doch schon gut los. Longbow. Wer spielt die Longbow? So, episches. Das ging mir zu schnell. Das ging mir zu schnell. Das, was ist denn das? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das zweite Pack. Ich bin gerade leicht überfordert. Also ich wusste, dass es heute wahrscheinlich passiert, aber so schnell. Was ist los? Oh mein Gott, darauf esse ich erst mal eine Wurst. Nach dem zweiten Pack. Ich hab dachte jetzt, was, warum leuchtet das so? Damit, ich dachte, jetzt machst du das mit der 50, 60, 70 auf, regst dich auf, dass du kein Glück hast. Und nach dem zweiten Pack passiert das. Das flasht mich jetzt zu krass. Oh mein fucking Gott. Mega. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Macht's gut. Verarscht. Ich muss jetzt mal eine ernste Frage loswerden. Es kursiert das Gerücht, dass wenn ich jetzt kein Erbstück kaufe und jetzt sage ich mal fiktiv die 100 Packs öffne, dass der Counter nicht losgeht. Also wenn ich jetzt quasi nach 100 Packs erst diese Erbstücksplitter ausgebe, dass dann erst wieder dieser 500er Counter losgeht. Ab in den Erbstückshop. Also ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Was sagt ihr, bevor ich jetzt hier weitermache? Mosambik. Also ohne Mist, also ich habe das nämlich gehört, dass wenn ich, oder wenn ich die Erbstücksplitter jetzt nicht ausgebe, angeblich keine weiteren Erbstücksplitter so lange ziehen kann, bis ich die ausgebe. Was ich mir aber nicht vorstellen kann. Erbstücksplitter kann man stapeln, sag ich doch. Oder? Ach, wenn nicht, komm, scheiß drauf, ist mir egal. Weiter geht's. Okay, ab jetzt geht's wieder los. Ich kann mir jetzt wieder merken, dass ich 500 Packs habe. Ab jetzt Feuer frei. Ah, ey, das war viel zu schnell jetzt. Aber man weiß ja nie, was alles kommt. Ich habe tatsächlich ein Video gesehen, ohne Mist, das ist kein Witz, ich habe es mir selber angeguckt. Da hat jemand innerhalb von, ich glaube, 33 Packs drei Erbstücke gezogen. Das ist kein Witz. I made Nein, the right choice. die 0 von They 150 didn't. heißt, dass du 150 brauchst, um Erbstücksplitter zu ziehen oder die Splitter. Commander Tomi, 500 Bits, vielen Dank, jetzt habe ich es nicht überhört. Oder soll ich jetzt schon in den Shop, soll ich jetzt schon das Erbstück kaufen? Oder soll ich mir das für einen Schluss aufheben? Schreibt mal bitte in die Kommentare, bevor ich hier irgendwie vielleicht die Spannung versaue. Was meinst du mit 0 von 50? Ich gehe mal ganz kurz hier drauf. Hier steht ja jetzt 150 von 150. Also man behauptet, dass man sie nicht stapeln kann. Das ist dann quasi 350 von 150. Ich behaupte aber, die 150 bedeuten, du brauchst 150, um das Erbstücksplitter zu kaufen. Ist aber stapelbar. Ich würde das so behaupten. Kauf das Erbstück jetzt kaufen. Lieber zur Sicherheit jetzt kaufen. Ja, kauft ihr es, kaufen. Was schätzt ihr denn? Was schätzt ihr? Was hole ich mir für ein Erbstück? Ich warte noch ein Minütchen und schau mal, was ihr so sagt. Active Boy, danke dir für dein Follow. Low Yo Fi, danke für dein Follow. Jetzt, du kannst keine 300 bekommen. Ja, sagt irgendwie jeder anders. Das ist crazy, oder? Ja, ich kauf's mir jetzt. Sicher, sicher.
Du kannst sie nicht stapeln. Es wäre wirklich dumm, wenn ich das riskiere. So, einer schreibt Pathfinder, Phil. Philipp schreibt Pathfinder, Kunai Blatter und Gibby am Arsch. Path, Siri fragen, welches Erbstück, der war gut. Blatter und die Axt holst dir jetzt. Pathfinder, Kunai. Caustic, ist klar. Path, Bloodhound, Caustic. Casper holt sich Gibby Abstück. Unbedingt. Nur weil ich es haben will, nicht weil ich Gibby spiele. Weil ich nicht Gibby spiele, meine ich. Pathfinder safe. Axt, Bloodhound. Das Problem ist mit dem Bloodhound, ich spiele den eigentlich gerne. Ich habe aber ein Problem, wenn ich Gegner scanne und die Ulti aktiv habe und die Gegner so rot leuchten. Ich treffe sie einfach nicht. Ich weiß nicht warum. Wir machen es mal nicht weiter spannend. Ich habe mich eh schon lange entschieden. Oh, Caustic, Kunai. Ach komm, Mirage. Hm. Die waren bis vor kurzem aus dem Shop, falls das keiner wusste. I love it so dermaßen. Warte mal, Apex Packs Remaining? Warum steht denn hier eine Null? Man könnte glatt denken, dass es mittlerweile einen Counter gibt. Ich glaube, ich pinkel mir gerade in die Hose vor Freude. Schön. Was ist mit Caustic Main werden? Am Arsch. Also wenn ich jetzt schon alle Dingens hätte, alle Erbstücke, weil man sie einfach durch Glück gezogen hätte. Ich habe da noch gar nichts drin in dem Rad, ist ja interessant. So, okay. Weil es so schön war, machen wir jetzt weitere 100 Packs auf. Weil es ja langweilig. Vielleicht ziehen wir ja noch ein Erbstück. Es tut mir leid, es ging einfach zu schnell. Ich war selber gerade völlig überfordert mit der Geschichte. Ohne fucking Scheiß. Das zweite Pack sind gleich die Erbstücksplitter. Das ist zu crazy, wirklich. Ich wollte vor allen Dingen den Stream eigentlich so betiteln, wenn das Event aktiv wäre. Pack-Opening bis zu den Erbstücken und dann Event. Jetzt könnte ich eigentlich sofort aufs Event springen, aber ich habe versprochen, mindestens 100 mache ich auf und das machen wir auch. Oh, Lifeline-Banner, uninteressant. Das ist so geil, ey. Das ist... Oh Mann, ich werde immer noch nicht drüber fertig. Wie geil ist das eigentlich? Oh, ein Holospray, schön. Hi Friends, gefällt mir. Ohne Scheiß, ich habe glaube ich in meinem Leben noch nie so ein Holospray aktiviert. Doch einmal von Caustic. Ist es nicht dumm? Ausgerechnet von Caustic. Also ich setze jetzt den Counter komplett runter auf 0. Oh, ein Banner. Ein Banner für Fuse. Dürfte einiges für Fuse und Horizon kommen. Und viel, viel Crafting-Metalle. Das ist mir jetzt schon bewusst. Man kann 300 Shards haben, kann dir gerne eine Quelle per Insta schicken. Schick, Feuer frei, möchte ich gerne sehen. Ich glaube dir das sogar. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich habe das jetzt einfach aus Sicherheit gemacht. Es wäre dumm. Es wäre einfach dumm. Mich würde mal interessieren, ob mit dem, wenn ich nächste Woche das Event Pack Opening mache, und ich bin mir sicher, das werde ich auch tun, komplett für die Erbstücksplitter. Die werde ich mir aber aufheben wahrscheinlich und nicht ausgeben, ob der Counter zurückgesetzt wird, weil die erkaufst du dir ja eigentlich. Und das ist, dürfte doch eigentlich in dem 500er Counter nicht mehr drin sein, oder? Schick doch mal einen Link, schick einfach. Wenn da jetzt ein Beweis ist, dann... Ghostwake Max, was bekomme ich ein? Hey, was ist das für ein Bloodhound? Okay, komm, mach mal rein. Counter wird nochmal resettet, okay. Das habe ich halt noch nie irgendwo offiziell gelesen.
Nico Keks, Level Joel, Active Boy, danke für eure Follows. Commander Tommy nochmal für die 500 Bits, wirklich sehr, sehr cool. Danke. Oh, jetzt fasse ich ja fast in mein Essen rein. Pfui. Nach dem zweiten Pack, ey. Nach dem zweiten. Ich raff's nicht. Hey, klar, es war eine Frage der Zeit. Oh, schön. Na, jetzt kommt ein Dingens nach dem anderen hier. Holosprays habe ich, glaube ich, noch nicht so viele. Weißt du schon, dass bei diesem Event die Skins nur die Hälfte an Crafting-Metalle kostet? Bist du dir sicher? Das Ding ist, ich kann für das, ich bin, glaube ich, ich gehe mal ganz kurz raus. Wir merken uns mal 10.400 Crafting-Metalle. Merkt euch das mal. Also 10.000 können wir ja runterrunden. Da muss ich hin. Ich kann alleine mit den Crafting-Metallen schon eine Menge holen. Ah, jetzt wird auch viel, viel Fuse-Stuff drin sein. Was ist das Doppelte? Was ist das Doppelte? Macht doch keinen Sinn. Oh, schon wieder ein Holospray. Was geht denn hier ab? Krass, 220 Zuschauer. Ah, so ein Pack-Opening ist schon sehr gefragt. Ich werde das Pack-Opening übrigens nachträglich auch auf YouTube hochladen. Das möchte ich nochmal klarstellen. Dodge a Bullet. Paxkaft. Thank you. Danke. Ja, ich habe leider schon das Erbstück. Leider. Ich habe es nach dem zweiten Pack. Nach dem zweiten Pack kam gleich das Erbstück. Ich war völlig überfordert nach der Geschichte. Oh, Flatline Skin. Ich werde übrigens sämtliche Flatline-Skins außer dem Battle Pass Level 110er nie spielen, weil du einfach ein viel geileres Visier mit dem Battle Pass-Skin hast. Einfach. Es hat natürlich jetzt die komplette Spannung aus dem Pack-Opening genommen, aber es kann ja sein, dass ich trotzdem noch eins ziehe. Wie gesagt, ein Video habe ich schon gesehen, hat jemand innerhalb von 35 oder 33 Packs drei Erbstück-Splitter gezogen. Oder drei Erbstücke, da waren es noch Erbstücke. Da gab es die Splitter noch nicht. Das ist echt crazy gewesen. Oder es gibt Leute, die haben Apex gerade neu und in den ersten 10 Packs. Das ist, glaube ich, ein Horizon, oder? Nein, das ist ein Pathfinder. Oh, na, da freut sich mein Pathfinder. Ah, nee. Ach doch, oder? War das bei den Erbstücksplittern? War das ein Frame oder war das nur so eine... Ich weiß es nicht. Wir werden mal sehen. Mosambik, ja. Dreimal Crafting-Metalle. Ah, doch nicht. Wie viel waren das denn nochmal? 60? 30, okay. Stimmt, Schweini, du hast keins, aber du hast alle legendären Mosambik-Skins. Es ist zu witzig. Mosambik, ja. Gerald's 30, danke für dein Follow. Wann kommt das Event? Nächste Woche Dienstag. Trailer ist online auf der Apex-Seite auf YouTube. Ich habe ihn vorhin auch schon mal gezeigt, den Trailer. Ist ganz witzig. Gibt's ein paar Funny Fails von Mirage. Ultra lustig. Seit Season 2 noch kein Erbstück. Ich finde was Goldenes. Ich finde, es wäre schon cool. Boah, ich ziehe ein Frame nach dem anderen. Mich wirklich, ich will nicht undankbar sein. Ich hasse aber, dass es legendäre Frames gibt. Das ist so ein ekelhafter Platzhalter. Wirklich wahr.
Da denkst du, boah, endlich krass, wieder was Goldenes und dann einfach sowas. Also ich hoffe auf einen Fuse-Skin tatsächlich. So ein Piraten-Skin wäre geil. Bei EA steht, ich zitiere, und um dir das Ganze etwas zu erleichtern, wurde die Herstellungskosten für alle Objekte des Sammlung-Event nur dieses eine Mal um 50... Ja, doch gesenkt. Hat nicht gerade jemand gesagt, doppelt? Wenn die Kosten gesenkt werden für das Geburtstagsevent, dann ist ja geil. Also wie gesagt, ich will das Event nächste Woche definitiv komplett durchziehen. Also ich werde mir die Packs kaufen. Ich werde aber nicht alles mit Geld, weil ich habe so viele Herstellungsmetalle. Ich werde mir erst den seltenen Scheiß craften. Das ist nämlich relativ schlau, umso weniger Geld musst du ausgeben. Die seltenen craften, weil es günstiger ist. Und ein paar Packs musst du dir so kaufen. Und dann ziehst du sowieso jedes Mal die legendären. Kleiner Tipp. Für jemanden, der das so vorhat. Creep, vielen Dank für dein Follow. Was ist denn mit EA los? Als so billig. Das schon als billig zu bezeichnen, ist mega. Wenn du mal überlegst, dass so ein legendärer Skin einfach mal umgerechnet 18 scheiß Euro kostet. Ich meine, ich will das jetzt nicht schlecht reden. Ich meine, ich bin einer derjenigen, der da ordentlich reinpayt. Keine Frage. Aber es ist trotzdem krass. Ich würde es schön finden für Leute, die vielleicht noch kein eigenes Geld verdienen, dass die auch die Chance haben, vielleicht mal einen schönen Skin sich zu kaufen für ein Taschengeld von einem Fünfer oder so. Das finde ich halt schade. Ich meine, die meisten von uns sind erwachsen, verdienen ihr eigenes Geld, aber so für die unter, keine Ahnung, 18, 16, die nicht zur Mama rennen müssen, sagen, kannst du mir mal einen Skin kaufen? Ich finde das schade. Das ist jedenfalls mein persönliches Empfinden. FIFA-Packs, EA, hör bloß auf. Das Ding ist, es kommt ja jedes Jahr ein neues FIFA. Also das würde ich nicht einsehen. Bei Apex mache ich das tatsächlich gerne, weil ich weiß, ich werde das einige Jahre spielen. Aber bei einem FIFA, ich habe noch nie in einem FIFA Geld investiert. Ah, ich spiele schon ewig kein FIFA mehr. Ich glaube, bei 17 habe ich aufgehört. Dr. Suchti, ich danke dir. Geht heute wieder gut ab. Das ist echt geil. Oh, ich muss mal hier ein bisschen leiser machen. Ich esse mal noch eine Wurst. Was sagen die eigentlich alle so? Bin ganz ehrlich, ich habe mir noch nie diese ganzen Soundteile angehört, weil das interessiert mich zum Beispiel gar nicht. I am beautiful. Dem Ding denke ich immer, jetzt haut jemand eine Donation raus, weil das auch ein Donation-Sound ist. Also ich glaube für die Bits. Bits? Donations? Ich weiß es nicht mehr. Mosambik, okay. Kunkeltim, vielen Dank für dein Follow. Heute geht's doch wieder ordentlich ab. Mal sehen, ob wir die 2700 knacken. Könnte klappen. Mal sehen. Also, wo ich in Season 8 reingestreamt habe, da ging das ja im Sekundentakt. Takt. Mosambik hier. Mosambik hier. Das war so geil. Das muss ich nochmal betonen. Ich glaube, es waren 300. Insgesamt waren es 360 Follower an einem Tag. Insgesamt. Vor dem Stream kamen ja schon viele dazu und während des Streams 300, das ist krass gewesen. Mosambik, ja. Tent One, vielen Dank, auch von dir. Oh, waren das gerade dreimal Metalle? Voldi, so ein bisschen Wahrheit steckt da schon drin, es ist Fakt. Das ist tatsächlich, wer das nicht wusste, in Belgien gibt es keine Packs, weil das als Glücksspiel zählt. Ich glaube, da ziehst du nur aus den Packs Crafting-Metalle. Da kannst du dir sofort immer alles craften. Irgendwie habe ich da mal was gehört. Weil das sonst als Glücksspiel zählt. Das finde ich total interessant. Magic Zap, nur Mütze. Vielen Dank.
Kaktusbaum. Mensch, was geht denn jetzt hier ab? Vielen Dank für den Support. Ich werde übrigens in Zukunft jedes Pack-Opening live machen, weil das einfach zu geil ist. Mache ich aber immer nur einmal pro Season, außer nächste Woche für das Event nochmal. Wieder ein legendärer Platzhalter, ein Holospray. Warum? Die Holosprays sind schon cool, aber das sind für mich sinnlose Platzhalter für einen schönen Waffenskin vielleicht. Das finde ich echt schade. Genshin Impact ist die größte Abzocke. Was ist das, wenn ich fragen darf? Ich sag doch, ich werde extrem viele Metalle ziehen. Wie gesagt, wir merken uns, mit 10.000 Crafting-Metallen haben wir das Pack-Opening gestartet. Und dann nach 108 Packs, schauen wir mal, was da... Schon wieder dreimal. Gib mir einen Fuse-Skin, bitte. Einen legendären, würde ich mich echt freuen. Stifler, danke dir. Geil. Sag bloß, Klaus ist unser Haus. Klaus, alles klar bei dir? Na, wenn ich gewusst hätte, dass du so spät kommst, hätte ich das Pack-Opening ein bisschen verschoben. Ich muss dich aber leider enttäuschen, du hast etwas sehr Schönes verpasst schon. Das sind so Momente, wo ich mich frage, bringt das überhaupt noch was, Pack-Openings zu machen? Wenn du ständig Crafting-Metalle ziehst. Aber man kann sich halt, wenn dann mal irgendwann was Geiles kommt aus einem Event, sofort einen schönen Skin deiner Wahl reinziehen. Wow, zwei goldene in einem Pack? Okay. Sag doch, dafür ist geil, wenn du viel davon ziehst in einem Event, einfach ein bisschen Crafting-Metalle ausgeben. Brauchst du sonst kein Geld ausgeben. Naja, gut. Ich bin ganz ehrlich, mir gefallen diese ganzen Motorrad-Skins von Octane überhaupt nicht. Bin ich kein Fan von. Clocktane-Skin, meiner Meinung nach immer noch der schönste Skin von Octane. Aber zwei goldene, okay. Kommt das Opening auch auf YouTube? Ja, absolut. Ghost Max. Das werde ich morgen oder am Donnerstag oder am Samstag in Ruhe schneiden. Und dann haue ich das spätestens Sonntag. Allerspätestens Sonntag haue ich das raus. Mosambikia. Cripsy Jock, danke für dein Follow. Level Joel. Geht sehr gut. Ich bin sehr gut gelaunt. Sehr gut. Glaubst du, ziehst noch Erbstücksplitter? Nicht in diesem Pack-Opening. Also für alle, die jetzt nachträglich reinschalten, ich habe das Pack-Opening angefangen und nach dem zweiten Tastendruck, also das zweite Pack, waren schon die Splitter tatsächlich. Ich war darauf nicht vorbereitet. Ich war völlig überfordert, als das so rot leuchtete. Aber wie gesagt, wer das nochmal sehen will, ich lade das auf YouTube hoch. Noch was Legendäres, jawohl. Weiß gar nicht, was habe ich denn aktuell für einen Krypto-Skin drin? Ich habe keine Ahnung. Das Verrückte ist ja eigentlich auch, jetzt mal ganz ehrlich, mal so unter uns. Wir sind ja, es hört ja keiner zu. Legenden-Skins sind doch eigentlich total sinnlos, oder? Man sieht sie doch selber gar nicht. Du läufst mit der Legende in der Ego-Perspektive und siehst eigentlich nur die Arme und die Waffe. Eigentlich ist es sinnlos. Ich finde es zwar geil, ich mache das gerne. Ich will das jetzt nicht schlecht reden, aber wenn man es genauer betrachtet, sind die Waffenskins eigentlich das, was am interessantesten ist. Romeo, Tennis, Carlito, danke für die Follows. Hey, zockst du heute mit der Prise Salz? Ich denke nicht. Wir haben uns noch nicht wieder zu einem Zocker-Date vereinbart oder verabredet, sage ich jetzt einfach mal. Dadurch, dass Schwein jetzt sowieso da ist, Prise meistens mit seinen Jungs unterwegs ist,
Das habe ich auch zu Prise und zu Morris immer gesagt. Wenn sie mal Bock und Platz haben, können wir mal zusammen streamen. Ansonsten dränge ich mich nicht zwischen Morris, Prise und seine Jungs. Die haben ja genug Mails, von daher, das passt mal, aber das wird nicht oft passieren. Das würde ich behaupten, ist Horizon. Horizon? Loba, okay. Ja, gut, jetzt sieht man es hier. Ich dachte wegen dem Kleinen. Was machten sie? Guckt euch das mal an, das ist ja frech. Boah, die gibt den voll den Wolli in die Fresse. Der ist geil, der gefällt mir. In your fucking face. Der ist frech. Oh, der ist ja richtig fies. In den Event-Packs. In den Event-Packs ist immer mindestens ein Event Ding drin, also du ziehst immer irgendwas aus dem Event und der Rest kann irgendwas aus dem ganz normalen Lootpool sein. Aber du ziehst, glaube ich, nicht aus einem Eventpack mehrere Eventsachen. Aber es ist immer mindestens eins drin. So viel ist sicher. Deswegen sind es auch immer 24 Packs. Wenn du die 24 kaufst, ist auch hundertprozentig safe, dass du dann alle Eventsachen hast und dann gleich das Erbstück oder eben die Erbstücksplitter ziehst. Ohne Scheiß, das war doch... Der Banner ist doch frech, ey. Da kannst du dir das Lachen nicht verkneifen. Ohne Scheiß. Wolle, in your fucking face. Wann kommt das Event? Nächste Woche, Dienstag um 19 Uhr. Also 19 Uhr gehe ich aus, aber, davon aus, aber definitiv Dienstag. Oh, ein Bloodhound-Frame. Der ist auch schön. Gibt's eigentlich für die Banner auch so eine, wie nennt sich das, Favoritenliste wie bei den Waffen und den Legenden-Skins? Wisst ihr das? Also wenn ich das schon nicht weiß, mag das was heißen, aber ich interessiere mich eigentlich selten dafür so. Die Champions Edition wäre für mich Geldrausschmeißerei gewesen tatsächlich. Weil das ja eigentlich dafür da ist, dass du gleich die ganzen Legenden, die es gerade gibt, freischaltest, ohne dass du die Token ausgeben musst. Und ich glaube, der... Jetzt ist der Controller fast low. Alter, ich werde wahnsinnig hier. Ich kann ja gleich nach der Geschichte hier mal kurz da reingucken. Gibt es da eine Zusammenfassung, was da für Skins drin sind? Ich weiß es gar nicht. Es war, glaube ich, da ist ein Revenant-Skin, der richtig geil aussah, glaube ich. Aber ansonsten, also das werde ich mir auf jeden Fall niemals holen. Ich hätte mich echt über noch einen 30-30 Repeater-Skin gefreut, würde ich mal sagen. Oh, jetzt muss ich aber mal von dem Brötchen anbeißen. Klaus, danke dir. Ich hatte ja tatsächlich vor, sowieso so lange hier Packs heute zu öffnen, bis die Erbstücksplitter kommen. Ich habe noch nicht damit gerechnet, dass es schon nach dem zweiten Pack passiert. Patch him up. Gibt's hier irgendeine Grundsatzdiskussion? Bekommt jeder Apex-Spieler die Gratis-Packs oder muss man bei dem Event da... Wie meinst du das? Also du kannst bei dem Event, kannst du zwei Packs freischalten, Event-Packs. Den Rest musst du natürlich payen. Und du kannst 10 Standard-Packs freischalten. Loba, vielen Dank. Wer übrigens noch kein Follow da gelassen hat. Seid doch mal alle so lieb und drückt auf Follow bei dem lieben Casper.
Mosambikia. Mad Wurst. Stifler haut einen Prime Sub raus. Vielen Dank. Sehr geil. Ich habe die Splitter schon eingelöst, ja. By the time you see me coming, I'll be going, and you'll be gone. Da das Gerücht ein bisschen in der Schwebe steht, dass man nicht so genau weiß, ob der Counter, diese 500 Packs, ein Erbstück, ob der zählt, wenn du dir die Erbstücksplitter gezogen hast oder erst wieder der Counter anfängt, wenn du das Erbstück dir gekauft hast, keine Ahnung. Deswegen waren wir uns mehr oder weniger im Chat einig, kauf lieber jetzt, sicher ist sicher. Und deswegen, ich wollte es eigentlich erst nach den 100 Packs machen, aber safety first. Kurz vor Schluss nochmal was Goldenes, das ist schön. 30-30. Ein Finisher für Wraith. Okay, den nehme ich nicht. Der geilste Finisher meiner Meinung nach mit dem Portal. Wo sie den Gegnern das Portal schmeißt. Den habe ich und den lasse ich auch drin. Mosambikia. King X1, vielen Dank für dein Follow. Oh Loba, ich kann ja das gar nicht, kann da gar nicht so richtig drauf eingehen, weil ich habe mir noch nie diesen ganzen Spaß angehört, bin ich ganz ehrlich. Der Lirox, moin. I am beautiful. Ja, du bist wunderschön. Spyro, moin, vielen Dank. Oh, Metallic Blau. So, letztes Pack. Komm nochmal, Erbstücksplitter. Los, Feuer frei. Wer hat noch nicht, wer will nochmal? Okay. Ja, das war's. Schade. Ruckzuck sind 108 Packs weg. Ach, die kann man auch deaktivieren. Okay. Wusste ich noch gar nicht. Jetzt habe ich mich aber erschrocken. Real Puma und